wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Video auf unserem Kanal Alpine Momente. Heute gehen wir auf einen wunderschönen Rinnkogel im Gebiet der Postalm. Das ist eine Mautstraße, die aktuell noch geschlossen ist. Man kommt aktuell kostenlos rein. Man parkt bei der ersten Kehre herinnen bei der Postalm und da oben ist der Rinnkogel. Viel Spaß kommt mit bei dieser Tour, die ich schon lange machen wollte. Ja, da geht's ziemlich weit in das Tor rein. So, jetzt bin ich einen Kilometer in das Tor reingefahren. Sulzaustube, Rinnkogel 3 Stunden. Kurz hinter der Sulzaustube wird noch an der Forstweg zu einem schmalen Pfad. Alles sehr gut markiert. Ich weiß nicht, ob man es sieht, man quert dann da unten einmal die Straßen und es geht weiter den Steig entlang, der gut markiert ist. Richtig schöner Steig da rauf. Nach gute 200 Höhenmeter kommt man noch gleich einmal neben einen Bruch. Den steilen Wald sind wir da jetzt hergekommen. Wir machen immer mehr Höhe. Und jetzt kriegt man schon langsam ein bisschen einen Ausblick. Ja, also so dichterer Wald wechselt da ab mit wieder offenen Stellen. Das Gelände ist meistens ziemlich steil, aber alles in allem einfach ein Traum da hier oben. Die Tour ist so süd- und westseitig ausgerichtet. Das heißt, also gerade da wo ich unterwegs bin, westseitig, da geht das auch noch ganz gut mit einem späten Start, ohne dass man voll in der Sonne ist. Ich bin um 10:20 oder so losgegangen. Wenn es mich nicht täuscht, da hinten ist der Gipfel. Ja, da drüben sieht man jetzt die Postalmstraßen. Von da ganz unten bin ich hergestellt. Und unser Weg geht irgendwie da weiter. Ich muss jetzt auch das Wetter ein bisschen im Auge behalten. Quellwolken ziehen auf. Ist noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt raufkomme.
Ja, da hinter mir ist jetzt ziemlich steil aufgegangen. Jetzt bin ich wieder in einer flachen Passage. Ich muss ziemlich aufs Tempo drücken. Aber ich glaube, Wetter hält noch bei mir. Was ich vorher gesehen habe, ja, das war der Gipfel. Jetzt geht es da gerade hier. Da seht ihr näher den Gipfel. Es muss irgendwie so links rausgehen und nachher über den Grat auf den Gipfel rauf. Bin schon gespannt, wie das ist. Ja, von da hinten bin ich her und man sieht, die Front zieht immer weiter einer. Da geht's rauf, auf den Gipfel. Das sind jetzt keine 200 Höhenmeter mehr. Was mich wundert, ich hätte geglaubt, dass da mehr zum Kraxeln ist, aber ja, vielleicht kommt noch was. Ja, jetzt wird Seil versichert. Das sind ähnliche Versicherungen, wie es ist beim Rettenkogel, Bergwerkskogel gibt. Aber alles Gehgelände bis jetzt. Nach wie vor Gehgelände. Sie haben da jetzt so Tritte und Stifte reingeschlagen. Das ist der untere Teil von der Passage. Das kann man auch alles leicht kraxeln. Unser Gelände.
Ja, das ist jetzt die Passage da rauf, die versicherte. Jetzt bin ich am Gradrücken und es geht jetzt dann auf den Gipfel rauf. Ah, da, Seil versichert. Also da rauf, nur mal kurz Seil versichert. Jetzt wieder Gehgelände. Alles in allem wunderschön rauf. Da drüben der Sparber. Von da unten komme ich her, da ist die Post am Strasser. Ja, und richtig weit kann es nicht mehr sein. Wieder ein kurzes Seil versichert still. Jo, Sportsfreunde! Jetzt ist es nur noch Gehgelände. Letzte Meter auf Marienkogellaufe. Wunderschön. Und ein kleiner Traum, der da in Erfüllung geht. Herrlich. Da drüben. Rechts Bergwerks- und Rettenkogel, die Tour verlinke ich euch oben und unten in der Infobox. Bergheil.
Ich hoffe, die Gipfelimpressionen haben euch gut gefallen. Jetzt habe ich wieder einen vollen Akku in der GoPro drinnen und ja, jetzt geht es wieder runter für mich. Schaut euch noch einmal das Panorama da auf dem Spar und auf dem Wolfgangsee an und unten mache ich ein Resümee. Ja, das ist da noch einmal das Stöd, da ist gescheiter, wenn man bei den Stiften oben bleibt, weil unten in der Rinne ist einfach so ein Bresel, zeig's. Wenn es da ausrutscht, nachher stürzt es da ab. Da ist schon zum Aufpassen da. Aber der Fels ist gar nicht so abgespeckt. Das heißt, es ist dann doch nicht so ein arg besuchter Berg. Jetzt geht es dann noch die Stelle runter. Und ja, nachher bin ich eigentlich safe. Dann kann es theoretisch vom Wetter her umschlagen auch. Ist dann kein Problem mehr. Da oben ist ein bisschen ungut. So Fels und Schotter. Muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Beziehungsweise auch wo man geht. Das Seil geht da durch den Schotter durch. Und da auf dem Fels ist natürlich ein bisschen Grip. Also bei Nässe würde ich da ehrlich gesagt nicht um mal dumm hirschen. Ja, so das anspruchsvolle Gelände hinter mir. Hier hört es ziemlich ein Schotter da. Ja, wenn mehr los ist, muss man echt aufpassen, dass man andere Leute keine Steine auf den Kopf auftritt. Aber ich bin heute ganz allein unterwegs. Ja, und ab da war es eigentlich jetzt ein, egal wann das Wetter umschlagen würde, aber so wie ich das jetzt in den Blick habe, werde ich das noch leicht aushalten, bis dass ich beim Auto bin.
Die Passage da ist richtig gut. Nach dem steilen Schotterschutt da runter einmal ein bisschen im Wald ausrasten. Jetzt kommt noch einmal so 200 Höhenmeter steilere Passage. Auch noch einmal durch den Schotter runter. Und nachher sind wir eh am normalen Weg wieder retour. Ich glaube, ich habe das ganz gut eingeschätzt, dass ich im Trockenen zum Auto komme. Hinter mir die Sulzaustuben, jetzt geht es noch 1 Kilometer retour zum Auto. Ich mache jetzt ein kleines Resümee, liebe Leute. Also angeschrieben ist die Tour auf dem Ringkogel mit 3,5 Stunden von der ersten Kehre in der Postheimstraße herinner. Das ist eine Zeit, die durchaus für jeden realistisch ist. Also 3,5 Stunden da auf dem Gipfel, da muss man natürlich auch noch retour. Wasser gibt es auf der Tour an und für sich, bis auf die eine Stelle, wo man mal übers Wasser drüber muss, keine Möglichkeit, dass man zu Wasser kommt. Nehmt euch also genug für mit. Am gefährlichsten ist sicherlich der obere Bereich. Da ist zum Aufpassen, da ist es auch ein bisschen Steinschlag gefährlich, wenn wer anderer unterwegs ist. Insgesamt hat die Tour ca. 10 Kilometer Parkplatz bis Parkplatz und ca. 1100 Höhenmeter. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich beantworte Fragen sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es mit einem Daumen nach oben oder nach unten. Und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will auf meinem Kanal und das noch nicht gemacht hat, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, dann kriegt ihr Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Schaut weiter, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.